Hi Freunde, hier ist der Frederik und ich möchte euch in diesem Video ein Messer zeigen von Böckner, Magnum, Magnum, Böker, wie auch immer ihr das gerne hättet. So kommt das gute Stück daher, welches Messer sich dahinter verbirgt und ob das Messer was taugt, wie es in der Hand liegt, für wen das was ist und überhaupt. Das schauen wir uns gleich an, nach dem Intro. Bis dahin, Freunde. Ciao. Hi, Freunde. Wir wollen keine Zeit verlieren. Es geht mal wieder ein Messer vorzustellen. Das gute Stück kommt in dieser nicht gerade sehr anmutig wirkenden Verpackung daher. Aber wir schauen uns mal an, was da genau drin steckt. Also, ich habe das Ding bei Amazon bestellt. Hier kommt erstmal so eine lumpige Plastikverpackung. Und dann kommt hier dieser kleine, ja, Magnum-Messerkasten. Ich sag's mal so. Hier wieder schönes Metallkistchen. Ich mag das wirklich sehr. Und ihr seht, natürlich hier sind auch schon hier und da so ein paar Macken drin. Ein kleines Teilchen, ein kleiner Abplatzer, aber ich finde das immer noch trotzdem total cool, dass Magnum diese Metallkästen überhaupt mit versendet. Das ist nämlich wirklich mal eine schöne Verpackung, die man auch, ja, wenn man das Messer im Betrieb hat oder das Messer nicht mehr hat, getrost für andere Sachen verwenden kann. Jetzt schauen wir uns mal an, was in diesem kleinen Kastel steckt. Hier Magnum bei Böker. Ich hoffe, ihr könnt das sehr schön sehen. So, was haben wir hier? Hier haben wir erstmal wieder eine kleine Gratulation. Und dann haben wir hier wieder die Registrierungskarte für eine lebenslange Garantie. Finde ich total schön, wirklich. Na gut, dass man sich erst registrieren muss. Es gibt Hersteller, da braucht man sich nicht erst registrieren und hat eine lebenslange Garantie. Aber immerhin wird es angeboten und ich glaube, so eine kleine Registrierung fällt keinem besonders schwer. Dann haben wir hier wieder mein heißgeliebtes Silizia-Gel. Also diese Packen liegen immer dabei, um die Feuchtigkeit irgendwie, wenn hier Feuchtigkeit in die Kiste kommt, dass das Messer nicht total verrottet. Die Feuchtigkeit wird dann gegebenenfalls hier durch diese kleinen formschönen, was weiß ich, was das für Kugeln sind, irgendwie rausgezogen aus der Verpackung und alles bleibt im Lack. So, dann haben wir hier den Kasten. Ja, das glänzten da unten so in der Ecke. Ist der schon kaputt? Das gibt's doch nicht. Das ist ja Betrug. Nein, Spaß. Alles gut. Alles gut, alles gut. So, also wir haben hier diesen kleinen Kasten. Wenn ihr das Messer da nicht mehr drin aufbewahren wollt, könnt ihr hier einfach dieses Schaumstoffzeug rauspulen. Und dann haben wir hier wieder leider diese Plastikverpackung ums Messer. Ja, man könnte der Umwelt zuliebe drauf verzichten. Ich verzichte drauf und schmeiße es weg. So, Freunde, dann haben wir hier einen richtigen Klopper irgendwie. Also das Ding hat es ja echt in sich. Man könnte dieses Video auch so Fortsetzungsvideo nennen. Vielleicht schreibe ich irgendwie was mit Gentleman-Messer in den Videotitel. Weil dieses Messer habe ich zusammen mit dem Herberts-Messer bestellt, was ihr vielleicht auch hier oben sehen könnt, wenn ich dran denke, das zu verlinken. Ja, also das war das zweite Messer zur Auswahl.
Ich habe es mir gekauft, weil, wie schon gerade gesagt, ich wollte wieder ein Gentleman-Messer haben. Ich sag euch ganz fix ein paar technische Daten zu dem Messer. So, wir haben hier eine Klingenlänge von 9,7 cm. Das Klingenmaterial ist übrigens 440A Stahl. Die Gesamtlänge dieses schönen Stücks beträgt 23,5 cm. Das Gewicht, haltet euch fest, sind 186 Gramm. Also, das ist schon ein ordentlicher Klopper irgendwie. Ja, Griffmaterial, weiß ich, Holz. So, jetzt seid ihr wieder am Zug, meine lieben Freunde. Denn nur Holz reicht mir nicht. Ich würde doch so gerne wissen, was genau für ein Holz wir hier haben. Aber was soll man sagen, wenn man es nicht weiß? Irgendwie Wurzelholz oder so könnte sein. Ich glaube, es war auch Wurzelholz. Keine Ahnung. Könnte Wurzelholz gewesen sein. Und ja, wir schauen uns das Stück jetzt einfach mal an. Wir schauen uns das Messer jetzt einfach mal Stück für Stück an. Wenn ich schon dabei bin, kann ich euch noch den Preis für dieses Messer an die Ohren werfen. Und zwar habe ich das gekauft für 20,49 Euro. Und jetzt kostet es noch 18,99 Euro. Ja. Mit mir kann man es ja machen. Ich packe euch den Link zum Messer natürlich in die Videobeschreibung. So, also wir sehen hier diese schönen Wurzelholzschalen. Ich finde, die lassen das Messer auch relativ wertig wirken, wobei man sagen muss, hier vorne durch diese ja, Metallbacken irgendwie und durch die gesamte Breite des Messers wirkt es dann doch schon sehr, sehr brachial. Also ihr seht jetzt hier meine Hand, die ist fast ausgefüllt von diesem Messer. Es ist schon wirklich, ja, ist halt ein großes Messer irgendwie. Ich halte euch mal, was halte ich euch mal daneben? Was kennt ihr denn für Messer? Ihr kennt Wix. Ihr kennt Wix. Ihr kennt Wix. Ihr kennt Wix. Ich halte euch mal so einen kleinen Victorinox daneben. Also ihr seht schon, hier ganz normales, was ist das hier? Compact 91 mm. Also das Teil hier ist irgendwie ja, anderthalb mal so groß und von der Breite her ist es auch wirklich Wahnsinn. Also fast doppelt so breit wie ein herkömmliches Victorinox. Aber gut, ich habe es mir ausgesucht, wenngleich ich sagen muss, hätte ich gewusst, dass das Teil so massiv ist, hätte es mir nicht gekauft, weil das ist schon wirklich, es liegt nicht wirklich gut in der Hand. Die Handlage könnte man natürlich noch verbessern, wenn man die Klinge aufmacht. Das probieren wir gleich mal aus. Wir sehen hier einmal diese kleine Einstellfeder, mit der man das den Widerstand beim Öffnen und Schließen der Klinge kann man damit regulieren. Dann sehen wir hier noch den hinteren Clip. Also den hinteren Clip, es gibt nur einen, aber der ist hier mit drei kleinen Schrauben verschraubt. Dann seht ihr, hier unten ist das Messer nochmal verschraubt und hier vorne ist es nochmal verschraubt. Insgesamt an drei Stellen plus dieses kleine, ach was weiß ich, wie das Ding hier heißt, Achsrad, weiß der Geier, ich habe keine Ahnung. Der Clip ist wirklich, also, der ist hier sehr, sehr straff. Ihr braucht keine Angst zu haben, dass ihr das Messer jemals verliert, wenn es irgendwo dran geklippt ist. Ihr solltet euch eher sorgen, wie ihr das Messer überhaupt an die Hose bekommt, weil so einhändig, da ruppt ihr euch hier die Hosentasche auseinander oder so. Aber der Clip wird davon nicht dran gehen irgendwie, also sehr, sehr massiv. Und wo es mir gerade einfällt, ich vermisse was, und zwar vermisse ich diesen kleinen Schlüssel. Also bei Böker
ist doch eigentlich immer dieser kleine Schraubenschlüssel hier zum Einstellen des Messers dabei. Der ist ja gar nicht dabei. Das ist ja doof. Ja, schade eigentlich, weil den Clip würde ich auf jeden Fall abmachen wollen. Für mich ist das nichts mit diesem Clip. Aber es gibt natürlich Leute, die hängen sich das Messer tatsächlich an die Hosentasche, weil sie es irgendwie brauchen, weil sie Jäger sind, keine Ahnung, immer in der freien Natur und keinen Bock haben, das Messer da sonst wie wo zu verstauen und es gerne immer schnell griffbereit haben. Für die ist natürlich der Clip Gold wert. Jetzt schauen wir uns die Klinge an. Also die Klinge geht super leicht. Trotz der Größe. Also das macht schon direkt Spaß. Öffnen, schließen, das läuft wirklich alles sehr rund und geht sehr einfach vonstatten. Da kann man nicht meckern. Dann sehen wir hier die Klinge. Ist so ein bisschen mattiert, satiniert. Keine Ahnung, auf jeden Fall nicht hochglänzend. Das heißt, ihr braucht euch jetzt keine Sorgen machen, irgendwie, dass da sofort Kratzer reinkommen. Ihr seht hier nicht jeden Fingerabdruck drauf. Das finde ich alles sehr, 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 sehr gut. Die Klinge ist zweiseitig geschliffen. Ich denke, das ist ganz okay so. Ach, ich muss mal kurz hier mein Handy zum Schweigen bringen. So geht's ja nicht. Klinge ist zweiseitig geschliffen, aber, ihr seht hier, oder ihr habt es gerade schon gesehen, die Klinge ist einhändig zu öffnen. Das heißt natürlich, ihr dürft das Messer nicht führen, es sei denn, ihr habt ein berechtigtes Interesse dran. Diese Daumenpins kann man abmachen, wenn man denn den Schlüssel hat. Ich habe ihn jetzt natürlich nicht. Also muss ich das Messer leider zurückschicken. Ich muss sagen, ich war so ein bisschen am Ringen mit mir. Oder ich bin so ein bisschen am Ringen, weil es macht schon echt Spaß. Das Ding ist schon richtig, richtig cool. Also die Handhabung, naja, es geht. Es geht. Wenn der Clip jetzt hier hinten nicht dran wäre, dann würde das womöglich wirklich sehr gut in der Hand liegen. Wenngleich auch etwas satt, das muss ich sagen. Also wer jetzt viel kleinere Hände hat als ich, der dürfte damit seine Probleme haben. Und ich muss auch sagen, beim Öffnen oder Schließen, mit etwas kleineren Händen werdet ihr größere Probleme bekommen. Ach, dieser blöde Deckel da hinten. Aber man kann das Messer bestimmt auch so aufmachen. In der Tat. Das heißt, man kann es tatsächlich so ein bisschen aufschnippen. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Zap. Also, ganz cooles Ding. Aufgeschnippt, da ist es. Ja, was soll ich euch noch sagen, Freunde? Ich habe euch, glaube ich, alles gesagt. Also, hier auf der Klinge haben wir noch Magnum bei Böker zu stehen. Hier nochmal der Stahl, 440A Stahl. Ich weiß nicht, das ist der beste Stahl, aber wie gesagt, das Ding kostet 19 Euro. Einen kleinen Schnitttest werden wir noch machen, fällt mir gerade ein. Ansonsten echt ein ganz gefälliges Messer, aber mir sieht es dann doch schon wieder ein bisschen zu brachial aus. Wir haben hier oben noch diese sehr schöne Riffelung. Na, zeig dich. Jetzt zeig dich. Meine Güte! Auch die Kamera ist doch... Na endlich. Hier seht ihr das. Ihr habt also beim Arbeiten ordentlich Grip. Da rutscht ihr wirklich nicht weg. Das ist wirklich... liegt super gut in der Hand. Also perfekt. Vorne ist euer Zeigefinger sehr gut in dieser Mulde verborgen. Wenngleich hier vorne dieses Endstück ein bisschen höher sein könnte. Weil so kann es doch mal passieren, dass man irgendwie schwitzige Pfoten hat, gerade auf Metall, dass man dann doch irgendwie in die Klinge rutscht. Naja, gut. So, jetzt brauche ich wieder ein Blättchen Papier. Ich
hier haben wir eine alte Rechnung von Otto. Und wir schauen mal, was das Messer so auf dem Kasten hat. Und ich würde sagen, das sieht doch sehr, sehr gut aus. Also, es ist auf jeden Fall ausreichend scharf. Da gibt es wirklich nichts zu meckern. Was ist denn hier? Ach, ihr seht das hier. Das ist ja so vorperforiert. Deswegen ist das hier ein bisschen doof. Meine Güte. So. Ihr seht, man kann damit schöne Fetzen machen. Na Junge, also es ist nicht das Schärfste, muss ich sagen, aber es ist in Ordnung. Es geht. Gutes Ding, gute Schärfe, macht Spaß. Also, wem kann ich jetzt dieses Messer empfehlen? Ich würde sagen, dieses Messer kann ich jedem empfehlen, der es braucht für etwas gröbere Aufgaben. Auch da keine Angst um sein Messer haben will und gleichzeitig auf schönes Design steht. Weil, sind wir mal ehrlich, also es gibt hässlichere Messer. Ansonsten, schönes Design, grobe Aufgaben. Ach genau, eins wollte ich noch sagen, ihr solltet ausreichend große Hände haben für dieses Ding. Also wer jetzt irgendwie besonders kleine Hände hat, ich habe jetzt nicht meine Handschuhgröße oder so, ich weiß ja wirklich nicht. Es ist gerade hier Hochsommer, Handschuhe liegen im Keller, keine Ahnung. Aber trotzdem, wenn ihr gefühlt kleine Hände habt, kauft euch dieses Messer nicht. Und wenn ihr irgendwie was schwächlicher seid, also das Ding wiegt fast 200 Gramm, ist sehr brachial. Es ist jetzt mal nicht eben was, um es damit ja, in die Stadt zu gehen und die ganze Zeit in der Hosentasche mit da rumzuschleppen. Der Clip ist relativ straff, also nicht relativ, sondern sehr. Hier haben wir übrigens noch den Klingenstand. Der ist eigentlich völlig okay. Also ich muss das Messer jetzt natürlich auch mittig halten, weil ihr seht, man kann den hier so schön verzerren, dass ihr denkt, Also Klingenstand ist absolut in Ordnung. Da schleift nichts, da klappert nichts. Ich kann euch noch sagen, hier die Liner sind natürlich offen. Das spart zum einen Gewicht. Zum anderen habt ihr relativ schnell Dreck hier drin. Nebenbei noch, das Messer wird übrigens mit einem Liner-Lock verriegelt. Ich weiß gar nicht, ob ich schon gesagt hatte. Seht hier. Liner-Lock ist sehr leichtgängig, also da gibt es gar nichts zu sagen, aber der Liner-Lock sitzt trotzdem gut und satt vor der Klinge. Ansonsten, hier wackelt nichts. Es hat ein bisschen seitliches Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, wahrscheinlich nicht. Machen wir erstmal so. Nee, das sieht man nicht. Ist auch nur ganz, 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 ganz minimal. Also ich denke mal, das kriegt man noch hin, indem man es einstellt anders. Hier schaut euch den Klingenstand an, da kann man wirklich nicht meckern. Aber ich muss dieses gute Stück leider zurückschicken, weil es nicht diesen Schraubenschlüssel dabei hat. Und ich habe jetzt nicht so viele Messer von Böker oder von Magnum, dass ich hier jetzt eine riesen Auswahl hätte an diesen kleinen Werkzeugen. Ich werde das nochmal versuchen, ob ich das irgendwie diesen Clip da abbekomme. Wenn das funktioniert, ist das gut. Wenn das nicht funktioniert, dann muss ich es leider zurückschicken. Habe ich euch eigentlich schon den Namen gesagt, Freunde? Um Gottes Willen. Das Teil heißt übrigens Magnum Forest Ranger. Um Gottes Willen. Ich glaube, ich habe das echt noch nicht gesagt. Ich bin hier fast 20 Minuten am Erzählen und sage euch nicht den Namen des Messers, das ich vorstelle. Naja, ich komme gerade von der Arbeit, die Arbeit war anstrengend, seht's mir nach. Also Freunde, ich wünsche euch noch eine super schöne Zeit. Bleibt gesund, werdet gesund, habt ganz viel Spaß bei allem, was ihr tut. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video, Freunde. Ciao.